So, da sind wir wieder zu Tag 1, Video 1. Warum nähen wir überhaupt und was hält uns davon ab? Ich warte noch mal eben kurz ein bisschen, bis hier alle an Bord sind. Ich habe gerade schon hier durch die Gruppe ein bisschen gelesen. Einige dachten ja nun doch, es fängt um 9 Uhr an, aber nein, es fängt um 8 Uhr an mit der Kaffeerunde. Und ich hoffe, ich bin jetzt hier auch in der richtigen Gruppe. Manchmal ist das ja auch immer so. Ja, da bin ich, da bin ich. Ich habe mich gefunden. Wunderbar. So, ich habe schon hier schön alles ausgedruckt, was ich da so in der Gruppe bereitgestellt habe, in Schwarz-Weiß, weil ich habe hier nur einen Schwarz-Weiß-Drucker. Und eigentlich soll das so sein, aber ich konnte das... Hey, jetzt funktionieren auch die Kommentare. Hi Susanne, hi Annette, hi Susanne, hi Anke, ist ja wunderbar. Keine Ahnung, warum das gerade nicht geklappt hat. Ich habe in der Zwischenzeit mit Marc telefoniert und habe ihm das berichtet. Der hat dann direkt gesagt, ach Svenja, tut mir leid, ne? Ändere ich sofort. Also jetzt funktioniert es. Aber an alle anderen Kursgeber, also diejenigen, die hier auf dieser Seite sitzen wie ich, bitte nehmt euch nebenbei einen Laptop, wie ihr gesehen habt. Manchmal ist es halt da, manchmal nicht. Was soll man machen? Vera, hi! Na siehst du, jetzt bist du ja hier pünktlich. Pünktlich, ja. Später kann man ja auch noch nachschauen. Hi Sabine, hi Gunda, hi Ela. Ja, ja, schon wieder. Also Leute, es ist ja wirklich Wahnsinn. Also man sagt, manche Leute gehen ja davon aus, dass Zeit sowieso eine Illusion ist und sowas. Aber wenn ich solche Sachen hier mitbekomme, wie im Souvent, ne, wie schnell die Zeit einfach vorbeigeht, wie, also manchmal hat man ja das Gefühl, Zeit ist so schwer und geht so langsam um und will, meistens, wenn man etwas macht, was man nicht so gerne mag oder auf etwas warten muss. Aber manchmal ist die Zeit einfach, zack, einfach schon vorbei und jetzt ist es schon 10 Uhr und jetzt sind wir schon wieder im nächsten Video und so wird es uns wahrscheinlich das ganze Souvent lang gehen. Aber bitte fühlt euch davon nicht überfordert. Ich würde ja sowieso fast schon sagen, macht es vielleicht so wie ich. Holt euch was Schönes, Ruhiges zu nähen. Guckt nebenbei die Videos, macht mit, was euch interessiert. Aber stresst euch nicht dabei, weil das bringt am Ende ja überhaupt nichts. Und soll es ja allen gut gehen hier im Souvent und wir sollen alle mit noch mehr... wir sind alle inspiriert und beschwingt hier rausgehen und nicht total gestresst, weil ich habe irgendwas nicht mitgekriegt. Also selbst wenn ihr später nachschaut, ihr verpasst nichts. Keine Panik, wir sind hier noch länger da. Und auch nach den 14 Tagen ist es meistens in der Souvent-Gruppe noch immer sehr aktiv. Das ebbt natürlich irgendwann ab, das ist ja auch klar und ist ja auch total in Ordnung. Aber da seid ihr jetzt nicht irgendwie die Einzigen, die noch irgendwelche Videos nachschauen, wenn ihr was verpasst habt. Und ansonsten einfach... Selbst wenn ihr nicht aktiv mitmachen könnt, einfach nebenbei anhören. Man muss ja sämtliche Sachen immer machen. Putzen, kochen, bügeln, aufräumen, pipapo. Ihr könnt es ja einfach auch verbal laufen lassen, weil ihr hört ja auch immer schon, zum Beispiel was ich jetzt hier mache. Klar ist das schön, wenn ihr mich auch angucken könnt, aber ihr könntet es auch einfach nebenbei als Hörspiel hören. Zum Beispiel im Auto oder so. Und auch die anderen Sachen. Weil manchmal hat man ja bestimmte Sachen, wo man sich dann, oh, das muss ich mir unbedingt nochmal angucken, denn wisst ihr, okay, das Video möchte ich mir auf jeden Fall nochmal mit als erstes angucken. Aber wenn ihr nebenbei das Audio schon mal mitbekommen habt, ist ja auch schon mal gut, denn wisst ihr, okay, ist das jetzt etwas, was ich als erstes angucken möchte? Habe ich etwas Wichtiges verpasst? Also das ist für mich auch von meiner Seite auch nochmal ein kleiner Tipp. Einfach nebenbei auditativ, heißt es, glaube ich, mitbekommen. Das ist auch schon viel wert. So, moin moin, hallo Hannelore, hi Marion, kurz während der Pause reinschauen, das ist doch wunderbar. Ja, ihr seid in mein Radio beim Putzen, das ist doch wunderbar, das ist doch einfach toll. Ihr könnt trotzdem so ein bisschen nebenbei mithören, vielleicht erlaubt euer Chef sogar, wenn ihr irgendwas, irgendeine Arbeit macht oder irgendwie sowas, dass ihr das hören, mithören könnt oder so, oder eure Chefin. Bei mir dürftet ihr auf jeden Fall mithören, aber ich weiß, wir sind gerade im Super Sale bei den Stoffjunkies und man muss sich da auf jeden Fall konzentrieren beim Schneiden und Bestellungen richtig zusammenlesen und sowas. Also bei etwas, wo man sich konzentrieren muss, vielleicht nehmen. Bitte lieber nicht nebenbei. So, du nähst gerade super. Ich habe hier auch meine Nähprojekte liegen. Also ich werde ab morgen auch nebenbei, während ich zusehe und zuhöre, auf jeden Fall nebenbei nähen. Was kann man Schöneres machen in so einer Zeit? Genau. Guten Morgen, bin heute mit meinem Projekt Bequemer BH dabei. Sehr cool. Hallo, beim Bügeln, genau. Beim Autofahren, bloß nicht, könnt ihr was verpassen. Schön, dich wiederzusehen. Oh, Sabine. Es putzt sich ja leider nicht allein. Nein, oh, so schade. Ich habe auch hier mal so einen Automaten, so einen runden, der so selber saugt. In meinem Haus hat mit 3 Kindern und 3 Hunden.
Da saugt sich nichts. Ich backe, höre beim Schrank aus. Hello back, ich höre beim Schrank ausmisten. Ja, super, Schrank ausmisten. Oh, Ordnung. Alle wurden ja wohl direkt getriggert durch unser Ordnung, das Ordnungsvideo. Ich auch, Kerstin auch. Also, ich muss mal zu Hause aufräumen. Ja. So. Dieses Mal nach dem Subvent war mein großes Handyvolumen aufgebraucht. Das ist doch ein Zeichen dafür, dass du gut mit dabei gewesen bist. Also es gibt hier verschiedene Sachen, die ich euch in die Gruppe gestellt habe. Ich habe sie mir ausgedruckt. Wie gesagt, wir gehen die einfach mal nacheinander durch und quatschen einfach mal darüber. Der zweite Teil ist ja für heute um 14 Uhr angedacht. Da ist es Tipps zur Überwindung von Nähblockaden. Nähen macht glücklich. Und nie dich glücklich. Das kommt heute Nachmittag um 14 Uhr. Aber jetzt wollen wir erstmal so ein bisschen eintauchen in das Thema, warum wir überhaupt nähen und was uns dann wohl so vom Nähen abhängt. Da gibt es ja immer, Zeit ist immer ein großes Thema, aber gibt es noch ganz viele andere Sachen, die da immer so ein bisschen sich so querstellen könnten. Oder wir schieben sie vielleicht auch nur vor, wer weiß. Mandy, das lese ich jetzt nicht vor, nachher wird mein Video gebiept. So, Plätzchen backen ist doch auch super. So, wir fangen an mit diesem hier. Und ich gehe das jetzt einfach mal Schritt für Schritt durch. Wer möchte, kann sich das auch fälschlicherweise so rum auf seinem Blatt ausdrucken und kann hier Notizen machen. Es ist eigentlich falsch, aber sehen wir es mal positiv. Ich habe Platz für Notizen. Ansonsten schnappt ihr euch einfach euer Büchlein, dieses oder natürlich auch jegliches andere Buch, falls ihr euch nebenbei Notizen machen möchtet. Weil manchmal hat man ja so Gedanken oder ich habe das ganz oft, dass ich dann so, stimmt, eigentlich, das ist eine gute Idee. Und ihr könnt hier alle Fragen, die mich kennen, ich habe überall, egal wo ich sitzen oder stehen könnte, ein Buch und ein Stift. Oben bei meinem Bett, im Badezimmer, unten auf dem Küchentisch, im Flur. Hier sind zwei Plätze auf dem Sofa und da hinten auf dem Tisch und auf dem Tisch drei Plätze. In der Küche hier nebenan auf meinem Arbeitsplatz ist auch ein Buch mit Stift, weil einfach ich so oft gute Ideen habe oder irgendwas, was ich machen möchte und ich muss es unbedingt aufschreiben, weil erstens ich ansonsten das Gefühl habe, mein Kopf ist die ganze Zeit so voll und ich kann dann nicht gut über neue Sachen nachdenken, weil ich die ganze Zeit daran denken muss, es nicht zu vergessen. Und deswegen ist bei mir immer Aufschreiben super toll, dann weiß ich, oh ja toll, ich kann da nachgucken, wenn ich irgendwas wissen möchte oder das umsetzen möchte. Und das ist wirklich, wirklich ein großer, ist kein richtiger Geheimtipp, aber es ist ein Tipp, um gut voranzukommen bei mir tatsächlich. Sachen aufschreiben. Da habt ihr schon mal einen ersten Tipp. Ja, ich auch Notizbücher überall und für alle Zwecke. Ja, es ist wirklich ein bisschen crazy. Aber ich habe sogar ganz oft, ich habe ja Notizbücher, in denen ist ja auch noch wahrscheinlich Platz und so, aber ich muss zum Beispiel auch, wenn ich weiß, es ist ein ganz frisches neues Projekt oder ein neuer Plan, den ich habe, brauche ich dafür sogar ein neues Notizbuch. Das kann ich nicht in das alte Notizbuch schreiben, weil ich ja meistens weiß, da hinterher kommt dann noch so viel, was noch dazugehört zu diesem Projekt oder zu dieser Idee und das muss einfach dann ein neues Notizbuch sein. Die sind ja zum Glück auch nicht ganz so teuer, also kann man sich das auch schon mal leisten. Und selbst manchmal, wenn ich diese Ideen nicht umsetze, sondern wenn ich sie einfach nur aufgeschrieben habe und gedanklich durchgegangen bin und sie ausgearbeitet habe, dann bin ich manchmal auch schon zufrieden. Dann weiß ich, okay, das ist etwas, das kann entweder irgendwann umgesetzt werden oder es kann einfach so reifen und liegen lassen. Das war ein guter Gedankenprozess für mich, das einfach einmal durchgegangen zu sein. Ich brauche das einfach. Ansonsten wird wahrscheinlich irgendwann mein Kopf platzen, Leute. Wie ein Schriftsteller, der hat auch alles liegen. Ja, muss man auch einfach. Überall Kritzelpapier, Buch leider keins. Ja, Papier. Am Anfang hatte ich auch mal überall Zettel, aber das ist ja furchtbar. Irgendwann hast du überall einfach diese Zettel und das ist für mich dann auch zu unübersichtlich. So, irgendwas war jetzt mit Tagen zu sehen. Ich habe das vor 5 Jahren nach dem Tod meines Mannes für mich entdeckt und bin so froh, dieses Hobby zu haben. Nähen ist ja auch wirklich therapeutisch. Wirklich. Also es ist wirklich eine tolle Therapie. Nicht nur, dass man etwas selber erschafft, man erschafft ja auch ganz oft etwas Schönes für sich oder für andere. Und das ist natürlich ein tolles Gefühl und holt und diese kreative Beschäftigung, das macht ganz viel mit einem. Ja. So, du hast neulich erwähnt, dass du mehrere Sachen mit dem großen Mandala-Stoff, den du heute anders genäht hast. Das Kleid ist super schön. Kriegen wir die anderen in den nächsten Tagen zu sehen? Na sicher! Ich habe noch ein Hoodie gemacht und ein Easy Peasy. Die ziehe ich auch gerne nacheinander für euch an. Dann könnt ihr sie miteinander vergleichen. Ich zeige euch die auf jeden Fall. So, was wird hier noch?
Guten Morgen, meine lieben Nähfreundinnen. Ich wünsche uns allen ein super tolles Event. Das wünsche ich uns allen auch. So, also wir fangen mal an mit dem Zettel. Da sind jetzt natürlich nur die Sachen, die mir jetzt so eingefallen sind, drauf. Aber es gibt bestimmt ganz, ganz, ganz viel mehr Sachen auch noch. Und da wünsche ich mir und euch natürlich jetzt einen sehr kreativen Austausch und Input, nicht nur meinerseits, sondern auch eurerseits, weil ich bin ja hier nur eine Person, die Dinge erlebt, und ich weiß, jeder von euch hat ein eigenes Nähleben, und da gibt es bestimmt auch viele Sachen, die für mich vielleicht total interessant sind und für alle anderen auch. Also haltet nicht zurück mit euren Ideen, Tipps, Kommentaren oder auch vielleicht mit kleinen privaten Geschichten, weil manchmal ist es ja auch wirklich so, ich sag mal, wenn ich die Farbe Rot nicht kenne, denke ich nicht daran, dass es die Farbe Rot gibt. Wenn ich die Farbe Rot erlebt habe oder gesehen habe und entdeckt habe, dass es die Farbe Rot gibt und alle anderen irgendwie nicht, fühle ich mich damit komisch. Und wenn der Nächste aber zu mir sagt, ich kenne die Farbe Rot auch, dann fühle ich mich verstanden und denke so, oh Gott sei Dank, irgendjemand sieht auch die Farbe Rot, nicht nur ich. Es ist tatsächlich so, dass man sich manchmal mit seinem eigenen Kram vielleicht anders fühlt als andere oder vielleicht auch ein bisschen merkwürdig oder keine Ahnung was. Und einfach dadurch, dass man sich austauschen kann oder auch einfach mal nur dadurch, dass man sich von anderen verstanden wird, passiert da ganz viel in einem. Dann fühlt man sich nicht mehr so, als ob das irgendwie komisch oder anders wäre, sondern fühlt sich eher so, als, also es muss ja, wir sind ja alle nicht normal, ne? Was ist schon normal? Aber es ist doch schön, sich einfach über verschiedene Sachen mal austauschen zu können. Und wo würde das jetzt besser funktionieren als hier bei uns im Sovent, wo wir aus so vielen verschiedenen Bereichen einfach Menschen zusammen haben, die zusammen kreativ dieses Hobby nähen haben. Egal, ob sie jetzt in die Richtung für Hunde nähen oder für sich selber oder nur Geschenke oder so. Das ist doch eine gute Möglichkeit. Also, warum nähen wir überhaupt? Ich fange mal ganz oben an und dann erzähle ich immer selber so ein bisschen was dazu und lese mal so eure Kommentare nebenbei mit und werde da bestimmt auch noch was zu sagen. Natürlich auf Nummer 1 für mich ist Selbstausdruck und Kreativität. Also wenn ich überlege, ich möchte kreativ sein, für mich gibt es verschiedene Sachen, wo ich kreativ bin. Zum Beispiel fotografiere ich auch gerne, ich zeichne gerne, ich male sowieso allgemein gerne, ich designe gerne, ich liebe Farben, ich mag aber auch kochen. Ich finde, Kochen ist ein super kreativer Prozess. Sogar aufräumen finde ich teilweise kreativ. Also dieser ganze Kreative, ich bin einfach ein kreativer Mensch, und beim Nähen und durch das Designen von eigenen Sachen, also dass ich da wirklich auch meinen persönlichen Geschmack reingeben kann, also besser als jetzt zum Beispiel mit den selbstdesignten Stoffen, mit selbst entwickelten Schnittmustern mir etwas zu nähen, also ein schöneres Gefühl gibt's ja für mich fast schon gar nicht. Also es ist einfach dieser Ausdruck von mir selber, wie auch immer ich mich wahrnehme, und meiner Kreativität. Menschen wählen das Nähen, um ihre individuellen kreativen Ideen in Kleidungsstücke umzusetzen. Genau, das ist ja eine Kombination von zwei Sachen. Also Nähen oder andere Sachen, zum Beispiel wenn man etwas malt oder wenn man etwas kocht oder sowas, dann sind das ja trotzdem keine Sachen, die so nah am eigenen Körper sind. Also Nähen ist ja auch wirklich etwas, was man selber an sich selber nach außen trägt. Und ich finde, dieser Ausdruck, also dieser Selbstausdruck, der in diesem kreativen Prozess ist, ist für mich mit einer der schönsten kreativen Prozesse. Sonst wäre ich wahrscheinlich auch nicht in diesem Beruf verankert und würde das Hobby nicht für mich entdeckt haben. Es gibt natürlich viele andere Gründe, aber für mich ist das wirklich Grund Nummer 1. Ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben, ob das für euch auch euer Grund Nummer 1 gewesen ist. Das Nähen ermöglicht es, einzigartige Designs zu schaffen und die Persönlichkeit in der Kleidung auszudrücken. Ja, und da muss ich auch wirklich sagen, wenn ich so in unseren Kundenbereich gucke, bin ich jedes Mal, ist mein Herz erfüllt von, ah, Gott sei Dank, wir sehen so viele verschiedene Menschen, verschiedene Formen, verschiedene Charaktere, verschiedene Designs und verschiedene Geschmäcker, und alle sind so selber für sich selber schön. Weil einfach, ich weiß, diese Person, die das jetzt gerade trägt und die das extra für sich entworfen und gemacht hat, die fühlt sich gerade mit dem, was sie da entworfen hat, toll und wohl, und es passt ihr, und das ist doch einfach wirklich irgendwie, ja, besser geht's doch eigentlich gar nicht. Also was Schöneres kann man doch eigentlich für sich selber gar nicht machen. Und ich finde, auch wenn ich das bei anderen sehe, finde ich das einfach toll. Wie wir abseits von, klar guckt man sich Trends an und lässt sich inspirieren, aber wie wir ganz abseits von diesen ganzen Dingen, die da um uns rum passieren, einfach jeder unsere individuelle Sache machen. Und selbst wenn wir jetzt gucken in den Bereich, zum Beispiel in dem Kurs Oberteile,
perfekt an, Schnittmuster perfekt anpassen für Oberteile, wo ja alle im Prinzip mit dem gleichen Schnittmustersystem gearbeitet haben, so viele unterschiedliche Möglichkeiten da hochgekommen sind und uns präsentiert wurden. Das war ja echt der Oberknaller. Also wo wir nicht mal sagen, okay, das ist etwas komplett selbstentwickeltes im Schnittmuster, sondern das ist etwas, wo schon so Schnittmusterelemente verwendet wurden, einfach durch die Stoffwahl, durch die Farbwahl, durch die verschiedenen Ausschnitte, verschiedenen Ärmel, dass man einfach sich selber so toll ausdrücken kann mit dieser Geschichte. Es ist ja wirklich das, was am nächsten an unserem Körper ist. Und ich finde, das ist ganz wichtig, dass das auch etwas ist, was man gerne anzieht. Wer guckt schon gerne in seinen Kleiderschrank und denkt sich so, passt nicht, gefällt mir nicht. Oh Gott, schon wieder das, keine Ahnung was, zum 10. Mal ziehe ich den gleichen Pullover an. Das ist doch wirklich einfach auch nicht so schön. Und deswegen ist das natürlich toll, wenn wir uns selber was nähen können. Für mich ist das eine ganz wichtige Sache dabei, ja. Sich in seinem eigenen Stil zu kleiden und das auch noch passgenau, ist schon sehr erfüllend, sagt Carina, ja. Stefanie schreibt, während der Arbeit kann ich abtauchen und danach das Tragen genießen, meistens. Ja, das stimmt, schreibt Rosemarie, ich fühle mich in meinen genähten Kleidungsstücken auch am wohlsten. Ja, ich war früher schon begeistert und habe meiner Mama in Kindheitstagen über die Schulter geschaut. Als ich angefangen habe zu nähen, hatte ich meine Mama oft im Ohr. Bald wollen wir zusammennähen, denn sie ist nun in Rente und möchte es dank mir auch wieder. Das ist doch total cool. Also das ist auch wirklich etwas, ich liebe das, wenn das so generationsübergreifend ist. Früher, damals haben natürlich irgendwie mehr oder weniger alle Frauen nähen können. Meine beiden Uromas konnten beide super gut nähen. Meine eine Uroma hat zwar eher so Haushaltssachen gemacht, also so Gardinen, Bettwäsche, Tischdecken und so. Meine andere Oma, die hat aber wirklich alles selber genäht. Die ganze Garderobe von ihren ganzen Kindern, von sich selber. Ich habe immer noch ein Kostüm von ihr hier. Das hat sie per Hand gestickt. Ist Wahnsinn. Also, und das ist natürlich auch schön. Ich habe das mitbekommen als Kind und dieses in der Generation weitergeben. Das ist natürlich ein tolles Erbe auch oder etwas, was man toll zusammen machen kann. Ja. Meine Oma war Damenschneiderin und ich wollte schon immer einmal auf ihre alten Tretmaschinen nähen und habe es getan. Dazu liebe ich Dekorieren aller Art und ich fand nie wirklich meinen Vorstellungen entsprechend etwas im Laden und lustigerweise auch nicht in Schnittmustern. Ist gar nicht so, was denn, ist eh seit jemandem Hobby. Ich hatte schon mit meinem Achtjährigen eine Bastelkiste unter dem Bett. Das ist gar nicht so merkwürdig, wie du vielleicht denkst, weil ja Stangenware auch nur umgesetzte Schnittmuster sind. Also ein Schnittmuster ist auch immer nur in Anführungsstrichen so individuell. Also ich meine, es ist ja trotzdem, wir haben ja auch einen Kurs mit Schnittmustern und ich kann auch nicht in jedem Schnittmuster jeden Körper abbilden. Es geht halt einfach nicht. Ich muss von Größe 32 bis 60 irgendwie ein Schnittmuster erstellen und das mache ich natürlich nach Durchschnitts- oder Standardmaßen oder Mittelmaßen und kann da keine besonderen Dinge mit integrieren, weil natürlich ein Schnittmuster auch sich an irgendwelchen Punkten richten muss, genauso wie die danach genähte Mode. Also beides ist eigentlich gleich. Nur, dass du beim Schnittmuster die Möglichkeit hast, das zu ändern für dich, bevor du etwas nähst und dir dann natürlich die Stoffe selber aussuchen kannst. Ja. So, kommen wir mal zum nächsten Punkt. Individualität und Einzigartigkeit. Also ich bin ja ein Mensch, der das total liebt, dass Menschen so unterschiedlich sind. Wie furchtbar wäre, auch wenn ich nicht mit jedem befreundet sein muss und auch wenn ich viele Einstellungen und Meinungen wirklich nicht gut finde, aber ich finde es wirklich gut, dass Menschen so unterschiedlich sind und dadurch auch so ein toller Austausch mit anderen möglich ist. Stellt euch mal vor, jeder wäre total gleich. Ich finde das auch ganz schlimm, wenn Leute alle immer so gleich rumlaufen. Es ist natürlich klar, manche Leute gehören zu irgendeiner bestimmten Gruppe oder haben irgendeinen bestimmten Stil und der ist in die und die Richtung. Aber ist es nicht eigentlich besonders schön, wenn man Leute sieht, die so ihren eigenen Stil gefunden haben und die so ein bisschen anders sind als andere, dass man wirklich so sehen kann, so, toll. Also ist auch egal, ob das jetzt gerade in ist oder nicht in ist oder ob jemand anders das gemacht hat oder nicht gemacht hat oder keine Ahnung was, diese Person trägt das mit so einem, mit so einer Glücklichkeit und mit so einer Eleganz und strahlt dadurch auch so von innen raus, dass sie das einfach toll findet und dass es einfach toll aussieht. Also dieses ganz, ganz Individuelle, was man auch einfach ganz oft nicht im Laden findet. Es ist ja nicht bei mir zum Beispiel so, dass ich alles irgendwie, was ich in einem Magazin sehe oder in einem Online-Shop, wo ich was kaufen könnte oder auch in einem Ladengeschäft oder so, dass ich das alles irgendwie
scheiße finde und mir das nicht gefällt. Ist überhaupt nicht so. Aber es ist doch fast jedes Mal so, dass wenn ich etwas anprobiere, es mir nicht wirklich passt, der Stoff mir doch nicht so gut gefällt, es nicht wirklich gut verarbeitet ist und so. Und diese Individualität, die ich dann da reingeben kann und es dadurch dadurch wirklich zu etwas machen kann, was ganz mir gehört, das gefällt mir total gut. Selbst wenn es etwas ist, was jemand anders auch hat, den Stoff, den jemand anders auch hat oder einen Schnitt, den jemand anders auch hat oder sowas, ist es trotzdem immer noch ganz mir überlassen, dass ich es individuell so gestalte, wie es genau mir gefällt. Und dadurch hat man natürlich auch einen ganz anderen Bezug zu den Sachen und ich mag das total. Ich bin ja sowieso sehr verbunden mit meinen Dingen, nicht, dass ich nicht loslassen kann, aber ich bin da sehr, wenn ich etwas habe, was mir richtig gut gefällt und mit dem ich irgendwie so eine gute Emotion in Verbindung setze und sowas, das macht ja auch viel mit einem. Und da ist natürlich Individualität und Einzigartigkeit, finde ich total super. Maßanfertigen oder Nähen erlaubt es, Kleidung perfekt an die eigenen Körpermaße und Vorlieben anzupassen. Ja, das ist natürlich ein großes Thema. Das ist auch tatsächlich bei mir das Thema, warum ich überhaupt mich intensiv angefangen habe, so mit Nähen oder Schneidern auseinanderzusetzen oder warum ich überhaupt schon jung angefangen bin zu nähen, weil ich nie eine Hose gefunden habe, die in meiner Länge oder in meiner Größe irgendwie zu finden war. Ich habe lange Beine, ich habe hohe Hüften, meine Taille ist ein bisschen höher als bei anderen, ich habe ziemlich viel Oberweite und das passt einfach, das hat damals schon irgendwo in irgendwas gepasst, sah entweder aus wie Sack oder irgendwie, keine Ahnung, es ist immer noch für mich sehr schwer. Mittlerweile haben wir die ganzen elastischen Stoffe in den Hosen, da habe ich ab und zu mal eine vorbei, da würde ich reinpassen, aber nach wie vor Hosen, Kleider brauche ich von der Stange einfach nicht anprobieren. Passt nicht. Jeder kann gerne mit mir einkaufen gehen und das ausprobieren, egal in welcher Größe, vielleicht in 5 Größen größer, das sitzt dann aber halt auch dementsprechend. Und diese Individualität zu haben, also einfach auch mal ein T-Shirt zu haben, was wirklich passt, das ist schon schön. Das ist ja gar nicht immer das Abendkleid, was ich haben muss. Das ist einfach manchmal eine Leggings, die lang genug ist und hoch genug geschnitten ist. Ein T-Shirt oder ein Longsleeve, was die Arme lang genug hat. Einfach solche Kleinigkeiten manchmal auch. Wo man auch immer denkt, so, ich bin irgendwie ganz komisch. Mein Körper ist merkwürdig geformt. Warum? Keine Ahnung was. Warum sieht das bei allen anderen ganz normal aus und bei mir ist so komisch? Keine Ahnung. Ja. Das ist natürlich ein Teil von Individualität, den man sich anpassen kann. Und selbstgemachte Kleidung hebt sich von Massenware ab und unterstreicht die Einzigartigkeit. Ich glaube, da muss ich nicht viel zu sagen. Das ist einfach so. Lustigerweise erkennen ja unsere Leute von Kalzo Online-Kurse und von Stoffstankis sich tatsächlich, auch wenn die irgendwo unterwegs sind. Haben wir jetzt schon öfter gehört, dass zwei sich entgegengekommen sind und so, Stoffjunkies? Ja, Kalzo Online-Kurse? Ja, genau. Und haben dann da ein paar Stunden zusammengebracht und haben den Kaffee getrunken und so. Richtig, richtig cool. Oder im Krankenhaus sich getroffen haben. Es sehr viele lustige, spannende Geschichten, wo man auch wirklich sieht, so, das ist jemand, der macht seine Klamotten selbst, der näht selbst, der passt seine Sachen selbst an. Ich kann das sofort sehen, wenn jemand außerhalb der Norm, eine Figur außerhalb der Norm hat und richtig gut sitzende Klamotten hat, das wird jemand sein, der maßgefertigte Klamotten trägt. Das ist so. Das ist bei vielen Celebrities auch so. Deswegen sehen die natürlich alle immer gut gekleidet aus. Und man selber denkt sich, warum passt jetzt Kim Kardashian mit ihrem Hintern in jede Hose rein, das sieht gut aus? Ja, die wird sich das wahrscheinlich anpassen lassen, weil solche Hosen gibt es ja meistens nicht zu kaufen, ne? So, nun fokussiert auf eine Tätigkeit. Das entspannt ist besser als meditieren. Am Ende habe ich ein schönes Teil. Ja, das ist oft so, aber nicht immer so. Manchmal läuft es ja auch alles irgendwie schief, aber in den meisten Fällen ist es tatsächlich so. Shirts, bei denen der Halsausschnitt nicht so eng ist, habe ich früher oft bei den Herren gekauft. Ja, viele Frauen, die ein bisschen größer sind oder außerhalb der Frauennorm, kaufen tatsächlich bei den Herrenklamotten. Ich auch. Früher habe ich das auch oft gemacht. Ich glaube, mit der Zeit fällt einer Selbstnäherin das von ganz alleine auf. Das siehst du auch einfach. Das siehst du einfach. Auch wenn das nicht aussieht wie etwas, was selbst genäht ist. Das ist ja auch, kann ein Kompliment oder ein Nicht-Kompliment sein. Aber wenn jemand zu jemandem sagt, das sieht überhaupt nicht aus wie selbst genäht, bedeutet das natürlich, sieht aus wie gekauft. Also du hast es so gut genäht quasi, dass es nicht aussieht wie irgendwas zusammengebastelt ist. So soll das Kompliment wahrscheinlich sein. Aber es ist natürlich ordentlich angepasst und man sieht das sofort, wenn es nichts ist. Also ich auch und ich glaube, jemand, der länger näht oder schon so ein Auge dafür hat, wird das auf jeden Fall auch erkennen. Ja, ja, die Herrenabteilung bieten mir mehr als die für Damen. Ja, das ist aber irgendwie, das ist doch nicht richtig.
ist doch nicht korrekt. Man fühlt sich doch irgendwie komisch, oder nicht? Aber musste ich auch früher immer Herrenhosen tragen, weil die Frauenhosen waren mir nie lang genug. Nähen ist Entspannung für mich. Ja, das soll natürlich im besten Fall auch so sein. Meine Tochter möchte gerne bei Frau Kardashian Kleidung kaufen und hofft, dass ihrer Sanduhr mit langer Hüfte die Sachen dann passen. Kannst ja mal Feedback geben, ob das denn so ist. Um die Umsetzung meiner Ideen zu realisieren zu können, müssen aber auch die Techniken parat sein. Das hat mich lange gebremst. Ja, das ist natürlich etwas, das muss man natürlich, es ist ein Handwerk, ne? Man muss es natürlich lernen und man muss natürlich auch, ihr wisst, wir machen Online-Kurse, aber es gibt so viele Leute, von denen man etwas lernen kann. Und ich bin mir durchaus bewusst, dass nicht jeder mit meiner Art zurechtkommt und auch nicht jeder von mir etwas lernen kann. Da gibt es aber so viele andere Leute, von denen man etwas lernen kann. Und nur wenn man das einmal vielleicht nicht geschafft hat, ist es, sollte man vielleicht doch, wenn man das gerne möchte, irgendwie am Ball bleiben und da weitermachen. Oder sich noch zusätzlich Hilfe suchen. Oder vor Ort irgendwie dann irgendwie sich zusammenfinden. Oder. Es gibt ja so viele Möglichkeiten, etwas zu lernen. Nur weil einer mir mal gezeigt hat, wie man Gitarre spielt und ich habe das nicht verstanden so richtig, kann ein anderer kommen mit einer ganz anderen Methode und mir das beibringen und ich verstehe das super gut oder hat eine ganz andere Schritt-für-Schritt-Anleitung oder hat eine ganz andere Art, mit mir darüber zu sprechen. Nur weil eine Sache nicht richtig ist für mich, bedeutet das nicht, dass das Endergebnis, was ich haben möchte, für mich unerreichbar ist. Da muss man wirklich mal so ein bisschen rumprobieren und gucken, brauche ich die ganz korrekte, zusammengefasste Schritt-für-Schritt-Anleitung, ohne nach links und rechts zu gucken? Brauche ich die kreative, offene Methode, damit ich selber mich ein bisschen auch mit mir beschäftigen kann, um zu gucken, was ich überhaupt möchte? Was ist das, was ich für welches Projekt jetzt gerade brauche? Das sind natürlich immer ganz unterschiedliche Sachen. Ich habe mich immer gewundert, warum die Shirts so weite Ausschnitte haben, aber meine Schultern sind so schmal, dass sie so weit fallen. Jetzt kann ich sie mir passend machen. Ja, das sind natürlich auch, man denkt dann so, hey, ich sehe doch eigentlich, also ich würde jetzt, wenn ich mich so sehen würde, würde wahrscheinlich keiner sagen, also wenn ich euch entgegenkomme und euch sage, ich passe in keine Hose und auch in kein Kleid, dann würdet ihr sagen, kann nicht. Du hast eine ganz normale, gut verteilte Figur, du musst in Hosen und Kleider passen. Und wenn ihr dann mit mir mitgeht, man kann mich zwar in Kleider stopfen oder halt XXXXXXXL Kleider überwerfen, wo ich reinpasse, aber ihr werdet tatsächlich feststellen, dass mir nichts passt. Und ich kann natürlich euch erzählen, woran das liegt. Aber man selber, wenn man auch nicht so in diesem Thema drin ist, man denkt ja einfach nur, man ist einfach gefrustet. Man hat einfach keinen Bock mehr und man denkt sich, irgendwas ist doch irgendwie verkehrt. Was ist denn irgendwie? Habe ich die falsche Marke? Bin ich im falschen Geschäft? Keine Ahnung, ist das komisch geschnitten oder so? Nein, es liegt tatsächlich ganz oft daran, dass wir diese, es gibt ja so eine Dreier-Einteilung im Körper auch und es gibt natürlich auch verschiedene Figurtypen, die da abgebildet werden. Und wenn man da halt nicht reinfällt, fällt man da halt nicht rein. Da kann es einfach schon mal eine schmalere Schulter sein, eine breitere Taille, mehr oder weniger Hüfte, eine höhere oder tiefere Hüfte, längere, kürzere Beine und Arme und schon schwupps seid ihr aus dieser Norm raus. Und das ist nicht unnormal. Ich würde mal tatsächlich sagen, wenn ich mich so umgucke, würde ich mal sagen, 80% der Menschen passen nicht hundertprozentig in Standardklamotten und auch nicht hundertprozentig in Standardschnittmuster. Ist so. Könnt ihr mal selber gucken. Es ist immer ganz lustig, wenn wir aus unseren Kursen kommen für Hosen und so oder unsere VIPs da waren und wir die Hosenschnittmuster gemacht haben und so, dass dann nicht mehr die Männer den Frauen auf den Arsch gucken, sondern die Frauen bei jeder Hose so, ja, also das hätte auch noch eigentlich noch eher so und so gekonnt und so und so. Man entwickelt ja auch einen Blick dafür, ja. Ich kämpfe oft, weil meine Ideen meinen Fähigkeiten voraus sind. Fluche oft, aber liebe es trotzdem mit dem Nähen. Auch wenn immer wieder etwas schief läuft. Es wird einfach mit Übung besser. Mehr kann ich dazu nicht sagen. Übung macht hier tatsächlich den Meister. Und aber auch sich mal mit Leuten zusammensetzen und gemeinsam nähen. Es muss ja nicht unbedingt immer im Rahmen von unserer... Natürlich ist für mich immer VIP das große Aushängeschild, unsere VIP-Mitgliedschaft, weil das natürlich toll ist, weil so viele Leute da sind, die sich gegenseitig unterstützen und unsere regionalen Gruppen und sowas. Aber ihr könnt auch einfach mal so in eurem und macht doch mal eine Anzeige auf eBay Kleinanzeigen. Ich suche jemanden, der mit mir näht. Da wird sich ja vielleicht jemand melden. Könnt ihr euch einfach mit dem mal zusammensetzen. Im besten Fall versteht ihr euch auch noch gut und dann könnt ihr euch einfach gegenseitig unterstützen. Jeder hat ja etwas, was er gut kann, was er vielleicht nicht so gut kann und wo man sich dann einfach austauschen kann. So, furchtbar finde ich, wenn mir andere Leute Komplimente machen und dein Schatzi meint, das alles malig zu machen, weil du zu individuell für seinen Geschmack bist.
Hat er sich vielleicht die falsche Frau gesucht. Oh. Seit ich auf Keize gestoßen bin, gefällt mir keine Kaufkleidung mehr. Ja, das Problem haben wir dann, ne? Stimmt, mein Mann lacht schon. Stimmt, das ist mir passiert. Hab fremden Leuten auf den Arsch geguckt. Ja. Ich nähe oft mit meiner Freundin und das ist so schön. Das ist auch wirklich toll. Ist doch toll. Hab ihn ja entsorgt. Gut, Anita. Da hast du dann ja wohl genau das Richtige gemacht. Hab ihn entsorgt. Sehr schön. Ja, also gemeinsam nähen ist natürlich etwas, was auch viel Spaß macht. Und auch, ja, gestern musste ich Sandra so ein bisschen so, nee, jetzt was. Ja, was, ich weiß nicht, ich habe gar keinen Plan. Und dann hat sie gestern aber noch einen Donutmantel genäht hier fürs Büro und rein und raus und sowas. Die zischt denn da ja doch immer mal rum. Oder wenn man viel sitzt, ist man ja immer so ein bisschen kalt auch. Und dann, ja, hat sie dann, ne? Schön, macht ja Spaß, ja. So, kommen wir zum nächsten Punkt. Entspannung und Stressbewältigung. Ja, also, ich weiß, dass manchmal ich tatsächlich da den Alltagstag vergessen kann und mich da voll reinversetzen kann. Bei mir ist es tatsächlich eher im Schnittmuster entwickeln und neue Designs entwickeln. Bei mir ist es nicht so, dass Nähen an sich. Nähen an sich ist bei mir, ich sag's mal ganz ehrlich, eher das Übel, was da mitkommt, was ich ja machen muss. Und das muss ich natürlich auch sehr gut beherrschen, damit das hinterher richtig gut aussieht. Aber ich würde, wenn es nach... Und ich möchte es nicht mal abgeben, auch wenn es nicht mein Lieblingsding ist. Ich möchte es nicht mal abgeben, weil ich möchte es selber nähen, weil das, was ich nähe und entworfen habe, soll genau so sein, wie ich mir das vorstelle. Ich bin da vielleicht gesinnt. Ne? Aber für mich ist es der Schnittmusterentwurf, das Designen und der Zuschnitt von Bekleidung. Und dann dieses Stück für Stück sich rantasten, eine Naht machen, gucken, wie das sitzt, nochmal überlegen, damit rumlaufen, gucken, was ich noch machen möchte, das wieder hinlegen, anderen Stoff ranhalten, sowas. Also da könnte ich einfach immer machen. Das Nähen an sich ist für mich auch entspannend, wenn ich da wirklich Zeit für habe. Das ist bei mir ähnlich wie mit dem Sortieren. Ich sortiere super gerne, wenn ich da Zeit für habe und auch nähen. Ich nähe super gerne, wenn ich da Zeit für habe und dann ist es auch für mich entspannend. Es wird für mich aber tatsächlich ganz schnell stressig, wenn ich weiß, ich muss viel vorbereiten. Also meine Sachen sind nicht da, wo sie sind. Ich brauche erstmal so eine Viertelstunde, um das alles vorzubereiten. Das ist für mich immer so, ja. Aber dann, wenn ich dann sitze und ich bin auch ein großer Stapelarbeiter, so sortiere ich mich immer. Ich entwerfe erst und nähe kurze Strecken vor, sodass ich weiß, okay, es ist jetzt im Prinzip fertig angepasst und ich weiß, was ich möchte, wo ich hin möchte und habe dann hier einen Stapel von Klamotten. Und dann muss ich mir aber auch wirklich Zeit nehmen, um in die Entspannung zu kommen. Dieses schnell mal eben fertig machen, dieses mal nebenbei eben kurz ransetzen oder sowas, das klappt bei mir nicht. Ich schwöre euch, da reißt jedes Mal der Faden, dann bricht die Nadel ab und so. Furchtbar. Ich muss mich also fürs Nähen tatsächlich, um mich entspannen zu können, für das Nähen an sich, Schnittmuster machen nebenbei und sowas, irgendwas, so eine Kleinigkeit dran machen, dies, das, mal vorbeihuschen, mal gucken, Gedanken machen. Das geht bei mir auch oft nebenbei. Aber Nähen, damit ich mich entspannen kann, ich muss dafür Zeit haben. Wie ist das denn bei euch? Und dann kann ich auch mich super darin entspannen. Ich höre nebenbei Hörbücher, ich höre mir irgendwelche interessanten Sachen an, die mich interessieren oder irgendwie sowas. Das ist wirklich meine Entspannungszeit. Kommt bei mir tatsächlich oft zu kurz, aber das ist wirklich etwas, ich weiß, ich bin danach total happy. Und wie glücklich ich bin, wenn ich das Teil fertig genäht habe, ne? Das ist so, ha, Cookie. Das ist richtig schön, ja. Mal eben schnell geht bei mir gar nicht. Ja, es ist bei mir halt leider viel zu oft irgendwie, dass ich denke, so mal eben schnell noch nebenbei, aber es ist einfach... Man sollte es wirklich nicht machen, denn das ist eigentlich genau das nicht, was ich mir vom Nähen erhoffe oder mir wünsche von meinem Nähen. Nämlich, dass ich entspannt bin, dass es mir Spaß macht und dass ich da meinen Stress quasi abnähen kann. Aber wenn man das natürlich sich so reinquetscht zwischendurch, manchmal muss ja auch einfach was fertig werden oder so, das ist nicht entspannend. Also, das sind so die zwei Faktoren für mich. Ja, ich mache leider schnell, anstatt mich endlich meine Details zu verlieren. Genau das ist das. Man muss wirklich sich da Zeit nehmen. Auch eher der Stapelarbeiter. Fernseher, Radio läuft nebenbei, aber meistens bekomme ich davon nichts mit. Ich versinke dabei vollkommen. Ja. Bei mir ist es andersrum. Schnittmuster entwickeln ist eine große Herausforderung. Also noch nicht so entspannend. Ja, kann ja auch kommen, ne? Bei mir läuft immer Frau Birkenbiel nebenbei und ich brauche Zeitruhe, sonst passieren zu viele Fehler. Ja.
Oh, ich liebe Details. Details sind toll, wenn man sich Zeit dafür nimmt. Ne? Es ist wirklich so, ja. Schnell hat sich totgelaufen, sagt meine Freundin mir ständig. Ah ja. Ich arbeite an meinem Hosenschnittmuster auch schon gefühlt ewig, weil ich Zeit fürs Anpassen brauche und Mitdenken und so weiter. Perfektionist lässt grüßen. Das ist aber auch, glaube ich. Ich glaube, so Maßanfertigung und Schnittmuster selbst entwickeln und sowas, das hat auch noch ganz viel andere Gründe, warum wir das immer so vor uns herschieben und wo wir uns damit so ein bisschen auch manchmal verkrampfen. Weil wir so, also da kommen viele Leute aus dem Schnittmusterbereich zu uns, die halt wissen, es geht eigentlich so und so und so und die sind dann ganz erstaunt, dass man das irgendwie dann doch irgendwie auch anders machen kann oder sollte oder anders anpassen sollte, damit es einem dann auch wirklich passt. Müssen da erstmal locker lassen und dann ist natürlich auch. Sobald es um Maßanfertigung geht, geht es auch um den eigenen Körper. Und da müssen wir ja auch immer viel gucken, was wollen wir eigentlich, wie sehe ich überhaupt aus, welche Maße habe ich und wie kann ich die so einpacken, dass mir das richtig gut gefällt. Und da wir Frauen ja oft so viele Negativeindrücke über uns selber haben, ist das immer ein großes Loslassen, großes Thema, wenn man anfängt, sich wirklich mit der Maßanfertigung zu beschäftigen. Ja. Das Nähen bietet eine ruhige, fokussierte Tätigkeit, die als Form der Meditation dienen kann. Ja, das habe ich beim Nähen, wenn ich zum Beispiel Nähen und Kochen, das sind zwei Sachen, die mache ich wirklich super gerne, wenn ich Zeit dafür habe. Beim Kochen finde ich das tatsächlich auch, ist ein gutes Beispiel, ist für mich ähnlich wie beim Nähen, für mich zumindest. Wenn ich keine richtige Zeit habe, gibt es Spaghetti mit Tomatensauce. Wenn ich richtig viel Zeit habe und ich kann richtig gut kochen, das macht mir sehr viel Spaß, dann gibt es bei mir das Fünf-Gänge-Menü. Was auch toll schmeckt und ich habe so viel Spaß daran zu kochen, aber ich muss halt einfach die Zeit dafür haben. Es ist einfach so. Und das beim Nähen genauso. Kreative Hobbys wie das Nähen helfen dabei, Stress abzubauen und den Geist zu beruhigen. Also das finde ich aber auch beim Nähen extrem und auch beim Schnittmuster entwickeln und so oder Designs überlegen und sowas finde ich extrem krass, auch selbst wenn man vorher tausend Gedanken im Kopf gehabt hat, wie man plötzlich merkt, man ist ganz anders fokussiert und sich wirklich auch aus irgendwelchen Desastern rausnähen kann. Also, dass man wirklich, ich weiß, dass wenn ich kreativ bin, auch vor allen Dingen mit dem Nähen oder irgendwie sowas, ich kann mich da tatsächlich total drin beruhigen, wenn ich mir die Zeit dafür nehme. Aber das liegt ja an mir, ob ich mir die Zeit dafür nehme oder nicht. Ja. Wenn man Zeit und Lust hat zu kochen, dann merkt man es am Geschmack. Beim Nähen ist es das Ordentliche und das Bild am Ende. Das ist auch wahr, ja. Aktuell habe ich nicht noch das Problem, dass ich schnell tragbare Teile brauche. Es gibt ja auch Sachen, die schnell zu nähen sind. Es gibt ja auch zum Beispiel Easy Peasy. Das ist, ihr wisst, ich bin auch ein super Fan von einfach, simpel, schnell, sieht geil aus. Easy peasy geht immer. Das ist super schnell, rucki-zucki gemacht und so. Da muss man auch gar nicht so lange dran sitzen. Aber auch da gehört eine Näharbeit dazu. Diesen Zuschnitt, den habe ich in 5 Minuten erledigt. Und das Nähen, das dauert dann aber doch noch mal eine halbe Stunde bis eine Stunde, weil ich das ja trotzdem, auch wenn ich es schnell nähe, ordentlich nähen möchte. Und wenn ich da dann auch noch anfange rumzufuschen, aber ja. Aber ansonsten, klar, schnell, schnell, wenn man nicht viel Zeit hat, muss es natürlich auch kein Projekt sein, wo ich schon weiß, da ist noch eine Einschubtasche mit Reißverschluss und noch eine Kapuze mit Innenfutter und keine Ahnung was, dann wähle ich mir natürlich Sachen aus, die dann zumindest nicht ganz so zeitintensiv sind. Ja. Für mich war es wichtig, um entspannt zu bleiben, zu lernen, rechtzeitig aufzuhören. Oh, ein guter Punkt. Ein guter Punkt. Wenn man schon merkt, und das hat man ja eigentlich, so diese innere Stimme, die einem sagt, vielleicht legst du das mal eben weg. Oh, gehst mal eine Runde spazieren? Ja, das ist eine gute, ja. So, mein erstes Easy-Peasy ist missglückt. Jetzt wartet es auf eine Anpassung. Dafür brauche ich aber Ruhe. Ja. Wenn man merkt, dann denken, habe ich mal wieder nichts zum Anziehen werdendes T-Shirt. Ja, aber T-Shirts kann man doch auch immer gebrauchen, oder nicht? T-Shirts gehen doch auch immer. So, dann Nummer 4, Nachhaltigkeit und Umweltbewusstsein. Das Nähen fördert das Bewusstsein für die Auswirkungen der Modeindustrie und ermöglicht nachhaltige Entscheidungen. Bei mir auch ein großer Painpoint, ein großes, ja, etwas, was immer auch so ein bisschen so in mir mitschwingt und so, weswegen wir uns ja auch für Biostoffe jetzt entschieden haben und sowas, weil einfach, und ich habe so viele Infos mir geholt und mich so durch die Textilmessen durchgefragt und sowas mit den ganzen Leuten und überall rumgefragt und so.
Also man kann wirklich sagen, dass die Modeindustrie mit weltweit der größte Umweltverschmutzer ist. Was da alles passiert und weggeworfen wird und sowas, und das ist einfach wirklich, wirklich traurig. Und ich weiß von mir, dass ich, wenn ich mir etwas, ich habe Sachen von vor, ich weiß nicht, 15 Jahren im Schrank, die ich selbst genäht habe. Da findet ihr ganz selten irgendein Teil, was ich mal gekauft habe, was 15 Jahre alt ist, was mir immer noch gut gefällt. Es ist einfach etwas anderes, wenn ich mir selber etwas nähe, was mir passt, was mir gefällt und was in meine Garderobe gehört, als wenn ich einfach irgendetwas kaufe, was im schlimmsten Fall sogar auch noch eine schlechte Qualität hat. Also diese ganze Fast Fashion, dieses ganze Wegwerfen und so. Ich habe auch immer noch ganz viele Klamotten, die ich upcyclen möchte oder die ich habe viele Sachen, die ich auch mache. Ich mache ja nicht von allem auch ein Video, wo ich alte Stoffe mit aufwerte und so. Ganz früher von Kai zu Online-Kurse habe ich ganz viele Klamotten neu designt, neu entworfen, aus alten Klamotten. Einfach viel Upcycling gemacht, weil ich das einfach total toll finde und auch wichtig finde, dieses Bewusstsein zu haben, dass ich nicht gleich alles wieder wegwerfe. Also, das ist halt einfach bei mir wirklich ein großes Thema und ich finde das toll, dass wenn man selber näht, dass man, also in den meisten Fällen ist es so, Menschen, die selber nähen, die tragen ihre Sachen auch einfach öfter und länger, weil sie eine bessere Qualität haben, weil sie besser verarbeitet sind und das ist natürlich toll. Ja, die Wiederverwendung von Stoffen und die Herstellung von langlebigen reduziert Abfall und den ökologischen Fußabdruck. Ja, habe ich ja jetzt aus dem Rest von diesem Stoffpanel zum Beispiel und mit anderen Stoffresten, mit Spitze und mit noch schwarzem Jerseystoff und sowas, ich heb tatsächlich von fast allem, wenn es größer ist als so ein mini kleiner Schnipsel, ich heb von fast allem meine Stoffreste auf. Ob ich das jetzt für ein Bündchen, für einen Saum, für ein irgendwas oder auch nur mal, um irgendwas auszuprobieren, verwende, ich heb fast von allem meine Stoffwitzel auf. Und das ist halt einfach tatsächlich in der Modeindustrie nicht so, dass die ganzen Stoffschnipsel aufgehoben werden. Die versuchen zwar schon irgendwie Stoffschwaden zuzuschneiden, aber da sind immer noch so viele Reste, die einfach weggeschmissen werden, was hier bei mir zu Hause nicht passiert. Da kann ich immer noch irgendwas mitmachen und das ist tatsächlich auch so ein. Und selbst wenn ich es selber nicht verwende, dann haben wir auch immer noch so zum Beispiel Leute wie Sternchennäher oder sowas, wo die Sachen gut aufgehoben sind oder ich gebe es zum Kindergarten zum Basteln oder sowas. Also das ist auch einfach, wenn man Stoff selber kauft und den toll findet, hat man dann einfach ein anderes Bewusstsein für den Stoff. Ja. Früher gab es kaum ein Bekleidungsteil, welches gekauft war. Ja, die Modeindustrie. Meine jüngste Tochter schreibt gerade ihre Seminararbeit über Fast Fashion. Na, dann weißt du ja Bescheid. Es ist wirklich manchmal wirklich, wirklich, wirklich traurig und auch sehr uneinsehbar. Aber ich kann euch ja schon mal so einen Blick in die Zukunft verraten. In Zukunft soll es tatsächlich so sein, dass diese ganzen Klamotten getaggt sind mit so einem, ich weiß nicht, ob das mit einem QR-Code ist oder sowas, aber dass ihr darüber wirklich sehen könnt, wo eure Sachen herkommen, mit was das gefärbt ist. Also diese ganzen Inhaltsstoffe von Bekleidung müssen demnächst kenntlich gemacht werden, wenn man sie verkauft und auch von Stoffen, damit der Endkonsument sich richtig informieren kann. Leider ist es wahrscheinlich dann auch wieder so ähnlich wie mit den Lebensmitteln, dass da so viele Sachen draufstehen, die wir als Otto-Normalverbraucher nicht verstehen. Und wäre natürlich gut, wenn man sich damit beschäftigt, wenn man in dem Bereich aktiv ist und dann auch wirklich guckt, was ist denn was überhaupt. Weil selbst wenn mir da irgendwelche Farben, Farbcodes oder Farbnummern oder Farbchemie reingeschrieben werden, weiß ich ja immer noch nicht genau, was das ist. Das heißt, am Ende liegt es am Endkonsumenten, also an uns, ob wir uns richtig informieren, ob wir wirklich nachgucken, recherchieren, denn das Wissen ist ja da. Wir müssen ja nur mal ordentlich recherchieren. Ich weiß, das kostet Zeit und nicht jeder hat da Nerven zu und nicht jeder will sich damit beschäftigen, aber ich finde es schon mal einen guten Schritt in die richtige Richtung, wirklich auch reinschreiben zu müssen, wo was hergestellt worden ist. Auch die einzelnen Arbeitsschritte. Ihr könnt euch gar nicht vorstellen, vielleicht könnt ihr euch es vorstellen, aber vielleicht könnt ihr es auch nicht vorstellen, wie viele große Modebrands, wie viele riesige Verkaufsketten ihre Klamotten. Ich rede hier nicht nur von H&M, ich rede auch von den ganzen großen Modehäusern, die wirklich teure Klamotten da irgendwie, Hugo Boss, keine Ahnung, Dolce & Gabbana, bla 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 bla, die ihre Klamotten und ihre Stoffe irgendwo in irgendwo herstellen lassen. Ich will nicht sagen, mein Mann kommt auch aus Pakistan, die haben auch eine Firma für Mode, Motorradbekleidung in Pakistan und sowas. Es gibt ja auch dort Firmen, die vernünftig laufen und die vernünftig geführt sind und wo die Leute vernünftig bezahlt werden und so. Wenn wir hier hören, oh, die verdienen nur 500 Euro, da ist 500 Euro so viel wert wie hier 5000 Euro. Das sind andere, die bezahlen ja auch weniger für ihren Kram. Aber es ist halt einfach auch so, dass es wirklich immer noch viel Kinderarbeit gibt. Es gibt viel Chemieverschmutzung, es gibt viel alles Mögliche, was man sich nur vorstellen kann.
Und das einfach mal auf so einem Etikett nachlesen zu können, bei Hugo Boss, ne, das wird wahrscheinlich dann doch so ein bisschen für Erstaunen sorgen. Oder diese Firmen sind halt einfach endlich mal im Zugzwang, um wirklich vernünftige, geschlossene Ketten zu bilden, die transparent sind. Klar, da kann man bestimmt auch irgendwie schummeln oder was weiß ich. Aber die müssen sich vielleicht demnächst ein bisschen mehr Gedanken machen über irgendwelche, ich sag jetzt Hugo Boss, ich weiß nicht, ob die das tatsächlich machen. Ich habe jetzt einfach nur einen Namen gesagt. Ich sag jetzt nicht, dass sie das machen oder Nike oder Adidas oder was weiß ich. Es gibt so viele Brands, die ein bisschen teurer sind und wo man halt einfach wirklich, da steht dann drauf Made in Italy. Aber was ist denn Made in Italy? Wahrscheinlich ist es der Stoff, ist es die Färbung, ist es das Zusammennähen oder ist es einfach nur das Finish und der Druck, der hinten drauf gemacht wurde. Man darf ja, wenn man das Finish irgendwo macht, Made in Germany draufschreiben. Ist so. Das sind verschiedene Schritte, die aber dieses Produkt bis dahin durchlaufen hat. Also da ist nicht immer alles so, wie das da auch schon da drin steht. Ja, großes, großes Thema, aber ich weiß oder ich bin fest davon überzeugt, dass jemand, der seine Klamotten selber macht, sich den Stoff selber aussucht und kauft, jemand ist, der bewusster mit seiner Bekleidung umgeht. Allein schon die ganze Zeit, die reingeflossen ist, um ein T-Shirt selber zu nähen, da wird dieses T-Shirt anders angeguckt, als wenn ihr das für 1,99 bei ich weiß nicht wo gekauft habt. Ist doch wahrscheinlich so, oder? Ja, Stoffrest unter 2 x 3 cm. Genau. Ah, der Schnitt ist bestimmt made in Italy. Ja, wer weiß. Es gibt ja verschiedene Sachen, warum man dann oder das Design ist made in Italy. Man kann verschiedene Sachen sich dann ausdenken, ne? So, dann gibt es natürlich noch, warum wir nähen. Man ist außerhalb der Norm. Also die eigenen Körpermaße befinden sich nicht innerhalb von Standardnormen. Allergien, Unverträglichkeiten oder besondere Beanspruchungen bei Bekleidung. Also, es gibt ja wirklich viele, viele, viele Menschen mittlerweile, die unter Hautallergien leiden oder irgendwelchen Dingen, die sie über die Bekleidung bekommen. Sogar Atemnot. Also es gibt wirklich Menschen, die sind da ganz, ganz, ganz empfindlich und die können natürlich nicht einfach irgendetwas von der Stange kaufen. Können sie manchmal schon. Es gibt ja jetzt auch schon viele Modelinien, die Bio- oder Organic-Sachen und sowas anbieten, die nicht so hoch belastet sind. Aber es gibt halt auch da nicht unbedingt so eine komplett riesige Bandbreite von Auswahl. Also da ist man ja noch ein bisschen beschränkter als wie mit den normalen Sachen. Und da dann irgendwas zu finden, was einem richtig gut gefällt, ja, da muss man sich dann doch nochmal woanders vielleicht umgucken oder selber nähen. Und dann ist natürlich, brauchst du eigentlich nur einen größeren kleinen Zeh haben, als wie es in einem Schnittmuster vorgesehen ist. Und schon passen dir die Sachen nicht mehr. Es ist einfach so, Leute. Und hier auch nochmal mein aus 15 Jahren Maßanfertigung, Erfahrung. Jemand, der normal aussieht, sogar mit einem normalen Körper, kann auch einfach in manchmal in Standard, die in die Standardklamotte nicht reinpassen und ihr müsst euch wirklich nicht komisch vorkommen, weil euch Klamotten nicht passen. Wirklich 80, wenn nicht sogar 90% aller Leute passen einfach nicht in Standardklamotten. Kann auch gar nicht sein, weil Menschen so individuell und unterschiedlich sind. Es werden halt einfach nur die Mittelmaße genommen. Und wer hat schon immer einen Körper, der Mittelmaße ist? Ja, es gibt die Leute, die passen in alles rein. Natürlich, klar. Es gibt auf jeden Fall diese Leute. Aber die große Masse, ich sag mal vor allen Dingen Ü20, die Teenager-Figuren sind ja auch noch mal alle wieder anders. Aber wenn man Ü20 jetzt Kinder bekommen hat, ein bisschen mehr Hüfte bekommen hat, was auch immer, dann ist es ja doch tatsächlich oft so, dass uns die Sachen nicht hundertprozentig gut passen. Und deswegen sind wir nicht komisch oder anders oder keine Ahnung was. Es liegt halt einfach wirklich. Und auch ich, wenn ich diese Schnittmuster jetzt gemacht habe für unseren eigenen Kurs, da hätte ich mir ein Bein ausreißen können. Ich hätte ja trotzdem nicht für jeden das passende Schnittmuster machen können. Das können wir über die maßgefertigten Schnittmuster zwar abbilden, aber das ist ja auch eher wieder eine Maßanfertigung und nicht ein Schnittmuster, wie ich mir irgendwie, ja, jetzt sind da zwei Leute, die haben Figur, die haben Konfektionsgröße 42, die haben aber doch noch unterschiedliche Weiten in der Hüfte und im Brustumfang und in der Taille. Da muss ich natürlich jetzt, wenn ich möchte, dass beide in etwa reinpassen, die Mitte von beiden nehmen. Das ist ja logisch, aber dann würden beide halt nicht genau reinpassen. Ja, genau. So, was haben wir denn hier für schöne Kommentare von euch? Ich muss mal eben kurz hier meinen Laptop ein bisschen anders. Kleidung darf ich meinen Mann gar nicht nähen, denn seine Mama hat ihm immer aus Papas kratzigen Sachen Hosen genäht. Du hast geschrieben, Hoden genäht. Ich hoffe, er hat ihm keine Hoden genäht, sondern Hosen. Ach,
Aber ein Petteletäschchen für seine Papiere, Taschen und Hüllen darf ich nicht. Das ist ja sehr gnädig, oder? Da bist du bestimmt sehr glücklich, oder nicht? Nein, das ist doch, ja, na klar, wenn man mal schlechte Erfahrungen gemacht hat, aber das bedeutet ja nicht, dass immer, vielleicht nähst du ihm trotzdem mal was und dann kann er das mal anziehen und dann stellt er fest, oh, ja, meine Frau kann ja nähen, da muss ich jetzt auch mal selber Stoffe aussuchen. So. Ich bin 1,63 groß und trage Größe 36 und in Jacken und Oberteil brauche ich 40 trotz Körbchengröße AA. Ich war Kunstturnerin. Ja. Dann hast du wahrscheinlich ein bisschen breiteres Kreuz oder es ist irgendwie, du hast halt wahrscheinlich vielleicht mehr eine V-Figur oder so. Dann ist natürlich, ja, passt du dann nicht mehr in die Norm, ne? Hosen, sorry. Alles gut, habe ich schon gedacht. Außer in deine Leggings, da passt du fast jeder rein. Oh, Rosemarie, die Leggings, ja. Da habe ich jetzt ja auch schon wieder so ein Trauma, ne, von der Geschichte mit der Leggings. Ich habe ja so eine Leggings gemacht mit dem, ich weiß gar nicht, was war denn das für ein Stoff noch? Romani-Jersey. Da passten ja tatsächlich fast alle aus unserem VIP-Treffen rein. Das war ja wirklich krass. So, sogar Michaela Blome hat die angezogen. Das war wirklich, wirklich krass zu sehen, wie alle eigentlich in diesen Schnitt super reinpassen. Ist aber auch ein sehr elastischer Stoff gewesen. Und danach wollte ich ja dieses Schnittmuster gerne fertig machen für euch und euch das veröffentlichen. Ich habe das auch digitalisieren lassen. Es ist auch eigentlich fast fertig, aber es war nicht möglich, da 2, 3 Linien nochmal zu ändern. Und das, da habe ich schon, okay. Da habe ich jetzt keinen Nerv zu. Das greift mir im nächsten Jahr nochmal auf. Und dann mache ich da auf jeden Fall noch was draus. Also es liegt auf jeden Fall noch hier. Aber da ist man erstmal wieder bedient, wenn man da 2 Monate sich den Mund fusselig geredet hat. Und dann, ja, frag mich nicht. So. Wunderbar. Also, wir wissen, das sind so, also für mich waren das jetzt so die Themen, warum ich nähe oder warum ich mir vorstellen kann, warum jemand näht. Falls jemandem von euch noch etwas anderes einfällt, her mit der Info. Da bin ich mal gespannt, ob ihr aus noch einem anderen Grund näht. Vielleicht gibt es ja auch noch einen Grund, den ich jetzt hier nicht so auf meiner Liste hatte, aber es kann natürlich sein. Um 14 Uhr wird es auf jeden Fall ein bisschen inspirierender nochmal und wir werden auf jeden Fall auch wirklich, ich habe viele, viele Tipps dabei und viele, viele Sachen, wie wir hier wirklich mal durchstarten können, aber jetzt geht es erstmal um ein Thema. Was uns davon abhält zu nähen? Nähblockaden. Nummer 1, Top-Thema, Zeitmangel, höre ich andauernd überall. Altersverpflichtungen und Zeitdruck können das Nähen zur Herausforderung machen. Ich würde jetzt diesen Teil gar nicht so lange mit euch durchgehen. Ich gehe das jetzt einmal mit euch durch und ihr könnt euch ja selber auch mal so ein bisschen Gedanken machen, aber den werden wir im zweiten Teil noch mal so ein bisschen mehr vertiefen, auch mit ganz vielen Lösungsvorschlägen, weil das natürlich Zeitmangel, wenn man voll beschäftigt ist den ganzen Tag, da hat man tatsächlich keine Zeit. Da muss man tatsächlich so ein paar Systeme sich einbauen und sowas und da gehen wir heute Nachmittag oder heute Mittag auf jeden Fall noch mal drauf ein. Alltagsverpflichtungen und Zeitdruck können das Nähen zur Herausforderung machen. Ja, auf jeden Fall. Wie ich gerade schon sagte, ich komme gar nicht in meine Beruhigung, wenn ich nicht wirklich Zeit für meine Näharbeiten habe. Das Festlegen von Nähterminen oder die Planung von kurzen Nähsitzungen kann helfen, Zeit zu finden. Ja, wie man das macht, warum man das macht, wie die besten Strategien sind und sowas, da gehen wir heute Nachmittag nochmal drauf ein. Aber natürlich, das wissen wir alle, wir sind die Person, die sich Zeit nehmen muss für unsere Näharbeiten. Also müssen wir das vielleicht irgendwie mit einintegrieren und so. Und ich weiß, es ist nicht immer einfach. Wer 5 Kinder hat zu Hause, Haushalt macht und nebenbei noch irgendwas arbeiten muss oder so, da ist es halt wirklich schwierig, sich da mal Zeit zu nehmen. Aber es ist ja vielleicht auch gar nicht so, dass man das jeden Tag machen muss. Man kann das ein bisschen verteilen, aber das besprechen wir nachher alles noch. Fehlender Raum und Ressourcen. Ein begrenzter Nähraum und fehlende Nähutensilien können die Motivation beeinträchtigen. Absolut. Die Schaffung eines organisierten Nähbereichs und die Investition in grundlegende Werkzeuge können helfen. Ja, es ist tatsächlich super nervig für mich, wenn ich weiß, meine Maschinen sind schon mal gar nicht aufgebaut. Ich muss die hier erst aufbauen, weil ich hier irgendwas anderes gemacht habe. Oder ich weiß, oh Gott, jetzt muss ich wieder die Nadeln kaufen und die und dann, was alles eigentlich nur so kleine Sachen sind. Oder wenn ich da sitze und möchte Faden abschneiden und die Schere ist nicht da. Oder ich weiß schon, oh, eigentlich fehlt mir irgendwas dazu. Und ich habe früher auch bei mir am Küchentisch genäht und sowas, ich möchte nie wieder diese Zeit zurückhaben, wo ich Sachen auf- und abbauen muss andauernd, um mein Hobby ausüben zu können. Aber ich weiß, viele von uns
haben das tatsächlich immer noch so und haben nicht eine richtig gute Schere, die den Faden richtig abschneidet oder die den Stoff richtig vernünftig schneidet. Die haben nicht eine Overlock, sondern säumen immer noch mit Zickzack, was auf jeden Fall auch geht, aber es sind natürlich immer Sachen, die einem die Arbeit, die eigene Arbeit oder das eigene Hobby total erleichtern. Da werden wir nachher auch nochmal drauf eingehen, weil da wird es bestimmt, und ich möchte das jetzt nicht so lange machen, weil ich möchte, dass ihr bis um 14 Uhr auch, ihr könnt die anderen Sachen ja auch nochmal durchlesen, ein bisschen darüber nachdenkt und vielleicht auch schon mal so eure besten Tipps so ein bisschen überlegt. Weil wenn wir nachher unter dem anderen Video, wo es um die positiven oder was können wir alles besser machen oder wie können wir das besser einrichten, wenn wir in den Bereich reingehen, dann wäre es ganz toll, wenn wir unter dem nächsten Live-Video diese ganzen tollen Tipps zusammengefasst haben. Weil da bestimmt von eurer Seite auch noch einiges dabei sein, was irgendwie cool ist. Perfektionismus und Selbstzweifel. Ich sage ja immer, in jedem von unseren Workshops heult einer. Nicht weil das so schrecklich ist, sondern weil dieses ganze Angestaute, ich muss das jetzt schaffen und das muss so perfekt sein, das muss jetzt so und so und jetzt habe ich einen Fehler gemacht und sowas, manchmal einfach durch entweder ein Erfolgserlebnis oder durch ein Sehen, dass es eigentlich gar nicht so schlimm ist oder keine Ahnung, was einfach so losgelöst wird und man einfach so erleichtert ist, dass man einfach dieses, es muss jetzt so und keine Ahnung, mache ich das richtig und sowas, das macht ja auch total viel mit einem. Das ist so anstrengend und so einengend und so krampfig. Also es ist ja einfach genau das Gegenteil von dem, was wir mit unserem Hobby eigentlich erreichen wollen. Und da macht man sich wirklich ganz, ganz viel kaputt. Hat nichts damit zu tun, dass ich nicht möchte, dass meine Sachen schön sind oder dass ich möchte, dass sie perfekt genäht sind. Aber manchmal ist der Weg dahin einfach, manchmal laufen die Maschinen nicht mit, manchmal hat man was falsch zusammengenäht. Es ist einfach manchmal auch nervig. Es ist ein Handwerk. Im Handwerk passieren andauernd Fehler. Ist einfach nur mal so. Da muss man einfach wirklich so ein bisschen von seinem, alles muss immer genau, ganz, ganz, ganz genau so sein und genau so passieren, wirklich so ein bisschen Abstand nehmen und sich mal locker machen und sich überlegen, eigentlich soll das Ganze hier Spaß machen. Ja, der Druck, perfekte Ergebnisse zu erzielen, kann zu Blockaden führen. Sich daran erinnern, dass nie Fehler Teil des Lernprozesses sind und das eigene Können akzeptieren kann helfen. Ja. Also, nur weil ich sehe, dass irgendjemand irgendetwas ganz, ganz, ganz besonders toll kann und ich davon ausgehe, dass ich das auch können könnte und irgendwann wahrscheinlich auch kann, bedeutet das nicht, dass ich das zum jetzigen Zeitpunkt schon kann. Wenn jemand 10 Jahre lang etwas schon gemacht hat und das besser kann als ich, dann ist das so, weil der das wahrscheinlich 10 Jahre schon gemacht hat. Und nicht, auch wenn ich um die Ecke komme und talentiert bin, kann ich das natürlich wahrscheinlich auch gut oder kann mich gut reinversetzen. Und es gibt natürlich Menschen, die haben sehr viel Talent. Und es gibt Menschen, die haben weniger Talent. Aber durch ständiges Dranbleiben und immer weitermachen und sowas wird man natürlich sein Können und so auch in dieser Hinsicht total verfeinern und verbessern. Nur weil ich sehe, jemand hat ein super Porträt gezeichnet und ich davon aufgehe, dass ich es auch könnte, bedeutet es nicht, dass ich es beim ersten Anlauf schon kann. Ist einfach so. Und da muss man auch wirklich mal locker lassen. Aus Fehlern lernt man. Es ist auch einfach, man lernt einfach aus Fehlern. Wenn jemand zu dir 1000-mal sagt, die Herdplatte ist heiß und du hast noch nie was Heißes angefasst, nimmst du zwar an, das ist so, aber du weißt es halt erst wirklich, wenn du wirklich mal was Heißes angefasst hast oder dich verbrannt hast, wie das tatsächlich ist. Und es ist auch einfach so ein, es ist auch ein Schmerz, wenn man das falsch gemacht hat, ist natürlich nervig und doof, aber man wird es wahrscheinlich nicht nochmal so machen. Viel wahrscheinlicher, als wenn deine Mama dir 10-mal gesagt hat, mach das nicht. Ja. Mangelnde Inspiration. Die Ideenfindung kann eine Hürde sein, um Nähprojekte zu starten. Passiert mir selber eher selten, aber auch manchmal. Und das für mich tatsächlich die erste Anlaufstelle, meine VIPs oder die Family. Und dann bei mir geht es auch um Pinterest, dies, das, jenes. Aber da gehen wir später auch nochmal näher drauf rein. Suche nach Inspiration in Magazinen, auf Websites oder in der Natur kann die Kreativität anregen. Ist auch manchmal so. Auch in der Natur gibt es viele Sachen, die mich total inspirieren. Zum Beispiel, wenn ich am Meer bin, denke ich mir, oh, jetzt hier so ein schönes maritimes Outfit. Hm. Ja, das ist so. Frustration und Misserfolge. Boah, ja. Rückschläge und fehlgeschlagene Projekte können frustrierend sein, kann super frustrierend sein, voll nervig. Durch das Betrachten von Fehlern als Gelegenheit zum Lernen und durch das Teilen von Erfahrungen in Näh-Communities kann die Motivation aufrechterhalten werden. Und da ist mein kleiner Tipp, und falls ihr nicht bei uns in der Family seid, Kalze Online-Kurse Family, das ist eine Gruppe hier auf Facebook, kommt da doch mal rein. Und das soll natürlich keine Gruppe zum Rumjammern und nur irgendwie alles ist scheiße gelaufen sein, aber manchmal haben andere Leute halt einfach so gute Ideen.
Also wenn ich auch bei unserer VIP-Gruppe gucke, wenn da mal irgendjemand, ach, jetzt hier, das ist schiefgelaufen, wie kann ich das noch retten oder so, kommen da gleich 20 Ideen um die Ecke und so. Und auch wenn manche davon man vielleicht nicht möchte, da ist immer eine Idee dabei, meistens mindestens eine, wo man denkt, ja, cool. Und allein schon auch manchmal, dass man weiß, man sitzt da nicht alleine vor, man ist nicht die einzige Person, die Fehler macht, man ist nicht die einzige Person, die 20 UFOs in der Ecke liegen hat, weil das alles noch nicht fertiggestellt ist und weil man irgendwie nicht so wirklich, irgendwie ist das doch nicht so geworden, wie man wollte und man möchte es irgendwie anders machen. Kommt einfach da rein, seid herzlich eingeladen, postet ein Foto von der Sache, von eurer Klamotte oder von was auch immer oder was da schiefgelaufen ist und fragt einfach mal die anderen. Da ist so ein großes Nähwissen vorhanden und einfach, dadurch wird man ja auch manchmal nochmal motiviert und weiß auch einfach, dass man nicht die einzige Person ist, die irgendwas schiefgelaufen ist. Auch ich, auch heute noch, vernehme ich manchmal. Oder nie Kram zusammen, wo ich denke, ja, spulen wir den Tag mal zurück. Den könntest du mit etwas Besserem verbringen, weil ich aber auch gerne viel ausprobiere und so. Aber dann mache ich das einmal und weiß fürs nächste Mal Bescheid, das mache ich auch nicht nochmal so wieder. Und das hat natürlich auch einen Wert. Ne? Also auch heute noch bin ich davon überzeugt, dass ich heute so sicher in meinem Beruf sein kann und das auch wirklich weitermachen möchte und sowas, weil ich vorher so viel ausprobiert habe. Ich habe wirklich vorher so viele andere Sachen ausprobiert, wo immer schnell feststand, nee, das möchtest du nicht dein Leben lang machen. Aber hätte ich das niemals gemacht, genauso wie ich nähe das und probiere das, ob das was für mich ist und ob ich das gut finde und so, und dann ist das vielleicht nichts und dann mache ich doch was anderes draus. Ich muss es halt einmal erstmal diese Erfahrung machen. Und das ist wirklich das, was euch auf eurem Weg am weitesten bringen wird, eine Erfahrung machen. Und dazu gehört natürlich auch nicht nur positive Erfahrungen. Wenn ich nie mit jemandem gesprochen hätte, der mir überhaupt nicht schmeckt und der und nicht schlechte Erfahrungen mit Menschen gehabt hätte, wüsste ich wahrscheinlich heute nicht so sehr wertzuschätzen, wenn gute Menschen an meiner Seite sind und wenn liebe Menschen an meiner Seite sind, weil ich das gar nicht in dieser Tiefe hätte erfahren können. Und genauso ist das mit Nähen auch. Wenn ihr mal richtig irgendwas richtig kacke gemacht habt oder ihr habt mal zum Beispiel mit eurer Overlock einfach weitergenäht, obwohl die Nadel kaputt war und dann ist dieser ganze Arm oder von der Nähmaschine der ganze Arm auf die Stichplatte draufgehauen und das ganze Teil hat sich verzogen und das hat euch dann 120 Euro oder 200 Euro Reparatur gekostet, dann macht ihr das, glaubt es mir, nicht nochmal. Denn das nächste Mal, wenn die Nadel krumm ist, taucht ihr sie tatsächlich aus, weil ihr wisst, was da hinten bei rauskommt. Und das kann euch auch ruhig schon tausendmal jemand erzählt haben. Manchmal denkt man trotzdem, oh, das geht noch. Und dann, ja, dann hat man den Salat. Der berühmte Ärmel am Ausschnitt. Ja, der dann zu einem schönen Ausschnitt umgearbeitet wurde, oder? Kenne ich. Manchmal sprudeln die Ideen. Ich kaufe den Stoff und komme dann nicht dazu. Und es sind einfach viel zu viele Ideen, ja. Doch bekommt man oft Ideen, wo ich nie drauf gekommen wäre. Ja, natürlich. Jeder hat ja auch andere Erfahrungen und das ist wirklich immer cool. Ja. So, bei mir sind es eher zu viele Ideen und Inspirationen und das macht mich manchmal richtig, richtig fertig und blockiert mich auch. Super. Dann lade dir mal hier unseren Nähplaner runter und dann alle deine Ideen, die du hast, die schreibst du auf einen Zettel. Mit Skizze, das ist wirklich ein ernst gemeinter Tipp von mir. Mit Skizze, mit welche Stoffe du nimmst, mit irgendwas Notizen, bla 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 bla. Weil einfach dadurch, dass du visuell und per Hand deine Ideen ausschütten durftest, dir das erlaubt hast, die auszuschütten und die nicht alle in dir gespeichert sind, kannst du die hinterher ganz viel besser betrachten und kannst dir überlegen, was du jetzt tatsächlich machen möchtest und was nicht. Wenn du die immer alle mit dir rumträgst und die nie raus dürfen, die stauen sich richtig in dir an und ja, das ist eine richtige Blockade. Deswegen wirklich ohne Witz bei mir ganz, ganz wichtig, dass ich alles immer rauslassen kann. Ich kann sonst tatsächlich auch manchmal vor lauter Überwältigung von meinen ganzen Einfällen und sowas gar nicht richtig weitermachen, weil ich gar nicht weiß, was ich zuerst machen soll. Ganz, ganz wichtig für mich. Vielleicht klappt das bei dir ja auch. Nähplaner hier ist als PDF hochgeladen. Kannst du dir runterladen und kannst dann da mal anfangen, alles aufzuschreiben oder auch einfach in ein Buch oder irgendwas. So, ihr Süßen, das war es jetzt mit unserem 10 Uhr Live. Jetzt ist es ja auch schon 11 Uhr. Nachher sind wir wahrscheinlich ein bisschen länger noch live um 14 Uhr. Da geht es wirklich auch nochmal um Inspiration und Tipps sammeln. Vielleicht ladet ihr euch die Sachen eben einmal runter. Ihr müsst sie ja nicht unbedingt ausdrucken. Aber das wäre dann um 14 Uhr geht es weiter mit Tipps zur Überwindung von Nähblockaden. Oh, das sind zwei Seiten. Viele Tipps. Und dann Nähen macht glücklich. Warum uns Nähen überhaupt glücklich macht, da geht es ein bisschen wirklich so um
Was passiert denn, wenn ich mir das überhaupt erlaube und wenn ich das einfach auch mache und dann nähe dich glücklich? Was passiert tatsächlich auch mit einem selber, wenn man anfängt zu nähen und wenn man wirklich dran bleibt? Weil manchmal näht man ja so und so und hat eigentlich auch dieses Ziel gehabt oder dieses, wie soll es mir gehen, wenn ich das fertig genäht habe, schweift zwischendurch mal ab und hat ein paar Frustrationsmomente dazwischen und ist dann so, weiß ich gar nicht, ob ich das überhaupt noch weitermachen will. Das war jetzt doof. Also das soll euch heute Mittag oder frühen Nachmittag wirklich nochmal so ein bisschen motivieren, am Ball zu bleiben, weiterzumachen. Und da sind viele Tipps mit dabei und so. Und da würde ich mich natürlich auch über einen regen Austausch freuen und dass ihr da wirklich auch nochmal alle mit euren tollen Tipps um die Ecke kommt. Ihr könnt ja mal gucken, was ich hier schon so zusammengetragen habe. Könnt euch ja gerne mal einlesen. Könnt euch nebenbei schon Notiz machen und dann haut die Tipps raus, so dass wir alle für die 14 Tage, egal ob wir mal ein Durchhängerchen haben oder keine Ahnung was, immer hier eine gute Motivation finden, um weiter am Ball zu bleiben und hier weiter kreativ zu sein. So, ihr Süßen, ich verabschiede mich in eine Mittagspause. Vielen, vielen Dank an alle, die hier live dabei waren. Es war sehr, sehr schön. Wie immer ein toller, reger Austausch, wie immer ein tolles Feedback, dass man nicht alleine ist mit seinem ganzen Kladderadatsch. Und ich bin schon sehr gespannt auf 14 Uhr und auf eure ganzen Tipps. Und sag dann mal bye bye, bis später, ciao.